Ich merke gerade, dass einige Leute gesagt haben, wir wollten doch nur ein Autogramm haben. Deswegen stehe ich nicht hier. Nein. Ich mache das deswegen freiwillig, dass ich singe, weil ich Spaß daran habe, euch hier etwas von meiner neuen LP, die gerade in die Hot 100 internationalen Charts von 0 auf 18 gegangen ist, um euch da was draus vorzusingen. Es tut mir schrecklich leid. Denn das mache ich freiwillig, dass ich hier singe. Deswegen habe ich keine einzige Autogrammkarte mit. Ganz bewusst nicht. Es geht mir nur darum. Hier sind 18 Lieder drauf. 18. Und ich kann euch mal was ganz anderes vorstellen von dieser LP. Willst du gar nicht haben. Was? Ja, siehst du. Dann singe ich dir trotzdem was vor. Aber ein Autogramm kannst du dann halt nicht kriegen. Bitteschön. Wollt ihr mal hören, was ich von den Les Humphreys Singers mache? Ja. Ihr wisst ja nicht, was das ist, verstehe ich. Da wart ihr auch nicht geboren. Ich kenne die Lieder. Ihr wart noch nicht geboren, als ich bei einer Gruppe tätig war, die hieß die Les Humphreys Singers. Ja. Bitte was? Ja. Da waren eure Eltern ja fast noch flüssig. Wisst ihr überhaupt, wer das war? Kennt ihr noch den Titel? Mama, 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 wie hieß die Gruppe damals? Les Humphreys Singers. Wie hieß die Gruppe damals? Les Humphreys Singers. Ja, da war der Held drin. Das hat mich voll vom Weg abgebracht, dass ich damals zu den Les Humphreys Singers gegangen bin. Denn ich war schon im vierten Semester Medizin angekommen. Hört euch das mal an. Und trotzdem muss ich immer Ramona fragen, was habe ich da, was habe ich da? Ich habe einfach keine Ahnung mehr. Ich bin halt vergesslich. Ja. Deswegen ist es ganz gut, dass ich das nicht gemacht habe. Stell mir vor, ich würde euch eine, wenn ihr frisch und munter sein wollt, statt einer Vitaminspritze würde ich euch eine Schlaftablettenspritze nehmen. Stell dir das mal vor. Ich wäre bestimmt ein schlechter Arzt geworden. Oh, ja. So verarzte ich euch mit den Liedern. Und wollt ihr mal den neuen Titel... Entschuldigung, ich muss gerade aufstoßen. Wollt ihr mal den neuesten Titel hören, der Les Humphreys Singers? Ja. Der ist auch auf dieser LP. Ja. Wie heißt diese LP? Kornblumen. Whoa. In deinen Augen. Whoa. Habt ihr Carmen Neblio gesehen? Nein. Da habe ich das sogar gesungen. Da habe ich, ja, warum ich den Text verändert habe, werde ich gerade gefragt. Ich habe nämlich eine Zeile bei Kornblumen. Und wenn es dir dann zu warm wird, mach ich gern den Knopf an deiner Bluse auf. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht singen bei Carmen Nebo. Was sollen die Leute denken? Das bist halt du. Ich bin ein anständiger Junge. Richtig. Ich würde dir nie deine Bluse aufmachen und mir deine ganzen Tetos auf dem Busen angucken. Ja, geil, komm auf die Bühne. Zeig mal, diese geil. Würde ich nie machen. Ich würde noch nicht mal wagen, da hinzugucken. Guck mal. Komm, ich unterschreibe. Da versagt mir sogar der Schreiber. Oh, das ist normal. Auch wenn das dein Mann liest, egal. Ich bin ja verheiratet seit 19 Jahren. Wenn man verheiratet ist, da geht nichts an. Aber gucken darf ich. Wie lange bist du verheiratet schon? 4 Jahre. Wie heißt dein Mann? Daniel. Wie heißt du? Jenny. Wollt ihr mal diesen Les Humphreys-Titel hören? Ja. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch antut. Reicht doch mal durch. Lasst das mal durchreichen. Ja? Wem gehörte die hier? Wem gehörte die denn hier? Die auf der CD soll ich ausschreiben? Gut. Also wie gesagt, der Titel erscheint auch auf der ist auch auf dieser LP drauf und erscheint auch gleichzeitig auf der neuen LP von Les Humphreys Singers, denn die Les Humphreys Singers gibt es wieder. Pass auf, ich ziehe mich erstmal aus, bevor ich das singe.
Ich muss ein bisschen die Rechnung tragen, wie das damals war bei den Hampelsingers. Da waren wir ja noch ungestüm. So, pass auf. Schreiber weg. Jacke 1. Aus. Das verstehe ich. Zweite Übung. Jacke 2. Aus. Dritte Übung. Alles weg. Hose auf. Nee, oder? Das habe ich auch. Da steht Bruno Banani drauf, weißt du das? Echt jetzt? Auf meiner Unterbüchse steht Bruno Banani. Das finde ich immer so. Mehr kann ich auch nicht, mit mehr kann ich nicht bieten. Was steht denn auf deiner Unterhose drauf? Freiburg. Nee, das musst du nicht erklären. So,